würde mein Food-Tagebuch machen von Juli bis September. Ja. Fangen wir auch gleich mal an. Ich muss mir wieder die Bilder öffnen, weil das immer so lang her ist und ich habe einen Nudelsiebkopf und deswegen wäre es besser, wenn ich die Fotos aufmache. Ja, es ist viel besser. So, als erstes habe ich ein, ich rutsche mal weiter rüber, einen Salat probiert mit Feta-Käse, also Schafskäse. Ich bin nicht so ein Fan von Schafskäse. Ich mag einfach den Geschmack davon nicht. Also mir war das auch in dem Salat ein bisschen zu viel. Ich habe es halt probiert, weil ich nicht auch Mozzarella futtern wollte, sondern weil ich mal was anderes machen wollte, aber ich muss sagen, es war okay. Es war jetzt nicht so besonders, aber es war okay. Dann habe ich Spaghetti. Das sind von dem Stand, den es bei mir in der Arbeit gibt. Die machen das ganz anders als ich und deswegen esse ich die hin und wieder gerne, aber es gibt sie in letzter Zeit ziemlich oft dort bei dem Stand, leider. Dann habe ich mir mal, da steht Cordon. Ah nein, das war, da habe ich bestellt, ich glaube für mich und meinen Bruder und für meine Mom, der Esel nennt sich zuerst. Ja, und das kam dann raus. Dann steht hier Thunfischsalat. Ich esse in letzter Zeit so gerne Salat, fragt mich nicht warum, aber in letzter Zeit echt gerne. Dann steht da Eis, Lieblingseis. Oh ja, das war im Sommer eins meiner absoluten Lieblinge. Das war von Cremissimo, glaube ich, dieses Mango Maracuja. Ich hoffe, das ist jetzt das. Dann Garnelentaschen, da ist ein trauriger Smiley dabei. Und danach kommen auch gleich diese Garnelenbällchen, was zwei Gründe waren, warum ich gekotzt habe wie ein Reiher. Aber wirklich, aber wirklich, das war echt nicht schön. Und deswegen, ne, nie wieder Garnelen. Nie wieder Garnelen, ich schwöre es euch, nie wieder. Also ich habe damit abgeschlossen, ich esse nie wieder welche. Dann steht da Mozzarella-Pizza mit Min. Oh, ja, da war ich mit der Min unterwegs und da waren wir. Dann steht hier Starbucks Strawberry Donut. Am Anfang konnte ich den nicht so gern trinken. Später dann habe ich, aber umso öfter ich ihn mir bestellt hat, umso lieber mochte ich den irgendwie. Keine Ahnung wieso. Weil zuerst haben meine Cousine und ich gesagt, wir trinken den nie wieder, weil der zu süß ist. Und dann habe ich ihn immer wieder getrunken. Sinn? Weiß ich nicht, wo der ist. Fragt mich nicht. Da steht dann Cocktails mit Min. Oder waren wir unterwegs? Das weiß ich sogar noch. Ich weiß sogar noch, welcher Tag das war. Deswegen habt ihr da das Instagram-Foto, weil ich kein anderes mehr hatte. Weil ich vergessen habe, eins zu machen. Dann steht da Starbucks Karamell Frappuccino. Also irgendwie habe ich eine Sucht gehabt von Starbucks die letzten paar Monate. Kann auch daran gelegen sein, weil da auf dem Becher ein Herz war. Nur so nebenbei. Ich habe keinen neuen Freund, also keine Fragen. Ich habe keinen neuen. Dann steht da Le Burger mit Tanja. Da war ich mit der Tanja unterwegs. Ich glaube, da waren wir, na warte mal, ich habe sie abgeholt. Beziehungsweise wir haben sich vom Le Burger getroffen, weil sie den Tisch reserviert. Ich glaube, so war es. Dann steht, oh, Nougat-Knödel. Ich habe nämlich eine riesengroße Nougat-Knödel-Phase. Ich glaube, deswegen habe ich auch letztes Jahr wieder zugenommen. Man sieht es eh, glaube ich. Also, man kann es eh nicht verstecken irgendwie. Ja, einer der Gründe ist das. Dann steht da Gemüseleibchen mit Salat. Jetzt muss ich kurz gucken. Ah ja, da war ich mit der Jasmin unterwegs, also mit meiner Cousine. Und das, die waren richtig gut, weil wir wollten nicht, ich weiß gar nicht, was sie da damals gegessen hat. Ich glaube, sie hat einen Fisch gegessen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Aber wir gehen so gerne in dieses Restaurant, das heißt drei goldenen Kugeln. Da sind wir ungern dort. Dann habe ich danach Burger King. Ich glaube, da war ich allein unterwegs. Und dann wieder den Strawberry Donut. Jo. Was soll ich dazu sagen? Da kann man eh nichts mehr sagen. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf so einen Starbucks gezeigt. Voll gestört. Dann kommt als nächster der, das ist eigentlich so ein riesengroßer Kartoffelpuffer. Und der war so gut. Den hat mir nämlich meine Cousine empfohlen bei den drei goldenen Kugeln, weil sie gesagt hat, sie hatte den schon mal und sie fand ihn gut. Und der war wirklich gut. Und komplett ausreichend. Das Ding war riesengroß. Also, da war ich nämlich wieder mit der Min unterwegs. Danach waren wir nämlich wieder beim Starbucks. Wie immer. Und als letzter im Juli, gar nicht gesagt, dass es Monat Juli ist, oder? Es ist Monat Juli. gab es Amarita, den mein Bruder gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennst. Das sind so Toastscheiben, was man entzimmt und Ei, glaube ich, macht. Mein Bruder macht das auch gerne und schmeckt doch wirklich gut. Kommen wir zu August.
Und da habt ihr zwei Fotos von einer Waffel, die ich hatte. Das ist von Hefe.at, heißt das, gibt es auf dem Schwedenplatz, das Geschäft, das Baumkuchen und Waffeln. Und ich esse dort eigentlich viel lieber die Waffeln, weil die sind mega geil. Und das war die Banana-Rama-Waffel. Und die war sowas von gut. Das sind gleich zwei Fotos. Dann steht da Carbonara mit Zucchini-Nudeln. Ja, eine Zeit lang war ich sehr, sehr brav. Und habe, das war, wo ich mit der Tanja unterwegs war. Da habe ich das erste Mal probiert, statt Nudeln im Zucchini essen, was man halt als Nudeln schneidet. Da hat meine Phase angefangen, aber da kommen wir gleich dazu. Da habe ich das erste Mal probiert und fand das mega lecker. Dann steht der Eiskaffee mit Tanja. Da gibt es sogar einen Vlog, wo sie meinen Eiskaffee umgestaltet. Dann steht da Starbucks. Und ich glaube, da war ich sogar alleine. Schaut zumindest so aus, weil ich habe da einen alleine. Dann Indisch mit Emi. Und da habt ihr ein Foto davon. Ich fand es leider nicht so gut. Das war nämlich beim Millennium City unten, wo es diese Fressmeile gibt. Gibt es ja urviel zum Essen da unten. Und da haben wir das probiert, weil sie gefragt hat. Also sie hat gesagt, sie isst das öfter, weil es schmeckt. Und sie hat gefragt, ob ich da mit ist. Und ich habe gedacht, ja okay. Aber ich fand es nicht gut. Es schaut vielleicht gut aus, aber es war nicht meins. Dann steht der Cordon mit Mien. Ja, da waren wir wieder essen in drei goldenen Kugeln. Also wir gehen immer wieder wohin, wo wir immer hingehen, fällt mir schon auf. Da haben wir beide ein Cordon Bleu gegessen. Dann steht da Salat, Mozzarella. Was? Ach so, schon wieder ein Salat. Ja. Yeah. Schon wieder. Ich esse häufiger. Ich kann nicht mehr reden. In letzter Zeit versuche ich häufiger einen Salat zu futtern. Dann, damit sich das ausgleicht, eine Schokotorte. Ich habe noch zwei daheim oder drei, aber ich kann die nicht essen. Und ich glaube, die sind schon steinhart. Das ist nämlich meine Lieblingsschokotorte von Billa. Ja, dann steht da Zucchini-Nudeln. Ich habe extra so einen Schneider, den hat mir meine Cousine bestellt, weil ich den unbedingt haben wollte. Und seitdem habe ich mir öfter in den letzten zwei Monaten, also August und September war es häufiger so, statt Nudeln Zucchini gemacht als Nudeln. Oder wenn ich irgendwas anderes gegessen habe, wo ich Nudeln dazu gegessen hätte, habe ich mir die Zucchini-Dinger dazu gemacht. Und da habe ich viel abgenommen gehabt. Da waren gleich 2 Kilo runter, wie ich auf Nudeln verzichtet habe. Und jetzt esse ich wieder Nudeln. No comment. Ja, aber es war wirklich gut. Ich sollte mal wieder damit anfangen. Dann habt ihr hier noch ein Foto von einem Schokobrunnen von einem Buffet, weil da war ich mit der Manu chinesisch essen. Das war so geil, das Essen. Das war wirklich geil, aber ich habe nicht viel essen können. Dann steht da Pizza Margherita mit Michi. Ah ja, da waren wir unterwegs, beziehungsweise er hat mich, glaube ich, von der Arbeit abgeholt. Und dann haben wir Pizza gegessen. Dann steht da Spaghetti mit Zucchini-Nudeln. Das war dann das erste Mal, wo ich Spaghetti mit Zucchini-Nudeln probiert habe. Ich sage ja, ich hatte dann eine ziemliche Phase damit. Dann steht da Eiskaffee. Ja, ich war nur Eiskaffee trinken, mehr sage ich dazu nicht. Ja, das wollen wir schnell vergessen. Kaffee trinken mit Amy. Ah, da war ich einschulen zu der Zeit, genau. Da war ich einschulen zu der Zeit. Das war richtig witzig, die Wochen. Obwohl ich froh war, dass ich wieder in meiner Filiale war, aber es ist witzig, wenn man wieder dran denkt. Dann asiatisch, koreanisch mit Amy. Ah ja, das war wirklich gut. Das war gut. Es war verflucht scharf, aber es war gut. Dann steht da Pizza mit Michi und die Pizza war mega geil. Die war sowas von gut. Da haben der Michi und ich sogar gesagt, wir hätten die ganz alleine geschafft. Wir haben es nämlich uns teilt, aber wir hätten die auch alleine geschafft. Deswegen haben wir so noch einen Eiskaffee reingekaut. Ja, aber was soll's. Dann steht da, oh, Mäcki Frühstück, weil da war ich, glaube ich, den letzten Tag oder einer, war das der letzte Tag? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich war noch einschulen in der Filiale und da gab es ein Mäcki in der Nähe und da habe ich gefrühstückt dort, weil ich zu früh losgefahren bin. Und dann steht da Pizza Domino mit Tanja und die war echt gut, die Pizza, muss ich schon sagen. Die war wirklich, wirklich gut. September, letzter Monat. Als erster steht da wieder Salat. Da habe ich da auch die Zucchini-Nudeln reingeschnitten. Ich sage, ich bin voll gestört. Also in den letzten zwei Monaten war ich wirklich gestört mit diesen Zucchini-Dingern. Na, überall habe ich die Zucchini-Dinger dazu gegessen. Aber es macht doch so Spaß, das zu schneiden. Also ja, deswegen sind sie auch in meinem Salat gelandet. Aber es war auch gut. Sollte ich mal wieder essen. Ich habe schon lange kein... Im Oktober habe ich, glaube ich, nicht einmal was mit Zucchini gegessen. Da habe ich das dann wieder aufgehört, weil ich dann Bock auf Nudeln gehabt habe. Und dann isst man nur noch Nudeln. Ja, typisch ich. Dann steht der Eiskaffee. Ich weiß gar nicht, mit wem ich da... Oh, mit einer Arbeitskollegin. Da haben wir beide, glaube ich, um 4 ausgehabt und wir sind dann noch einen Eiskaffee trinken gegangen. War schön. Dann Langosch, Käse, Sauerrahm. Ja, das war auf dem Kirtag. Da war ich ja mit der Manu diesmal. Wir haben zwar meine Schwester und meine Cousine da getroffen, aber
Ich war hauptsächlich mit der Manu da, das war so lustig. Wir waren Auto drum fahren. Das war sowas von lustig. Das war wirklich lustig. Also, na, das war mega lustig. Dann steht da Salat, wen hat es jetzt gewundert? Da habe ich wieder diese Zucchini-Dinger reingeschnitten. Dann steht da Wachauersemmel. Die habe ich mir nämlich auf einem Markt geholt. Ich habe das nämlich noch nie gehört und ich fand das aber so interessant. Und bei dem Markt habe ich mir sogar eine Wurst auch mitgenommen und die war auch so gut. Meine Stimme verschwindet schon wieder. Dann haben wir eine Pizza. Das ist nur eine mit Tomaten, glaube ich, gewesen und Zwiebeln oder so. Ich glaube, die habe ich mir sogar selber zusammengestellt, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich da Spaghetti mit Zucchini. Aber ich glaube, das war nur die Soße mit Zucchini. Und in letzter Zeit schneide ich so gern... Ich werde, ihr habt wieder alle Hunger. Aber in letzter Zeit schneide ich so gerne meine Tomatensoße. Also wenn ich eine Spaghetti-Soße mache, mache ich das nicht mehr mit diesen Päckchen, die es da gibt, sondern ich mache das alleine. Es gibt ja so einen Karton mit Tomatendingsbums und das haue ich dann ins Faschierte rein und schneide halt noch Cherry-Tomaten rein. Und da habe ich jetzt noch Zucchini dazu geschnitten, weil ich noch eine gehabt habe. Ich sage ja, August und September waren Zucchini-Monate für mich. Dann habe ich da eine Pizza mit Hühnerfleisch. Die war nicht schlecht, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich die bestellt habe. Ich weiß wirklich nicht mehr. Und als nächstes habe ich noch Essen von einer Schulung. Das war diesmal nicht so berauschend. Ich habe da ein Foto davon gemacht. Ich muss mal gucken, was das für ein ist. Ich weiß, ich schummel voll. Ah ja, da waren diese komischen Würfel, die ihr oben in der Ecke seht, wo der Salat oben ist mit den Karotten. Da, das war echt gut. Eine Kollegin hat gesagt, sie macht das auch. Nur mit Schafskäse drin und sie hat mir das dann ein paar Tage später, sie mir das mitgebracht in die Arbeit. Und das ist wirklich urgut gewesen. Auch das war gut, aber da hat eben was gefehlt. Und seit sie das mit dem Schafskäse gebracht hat, das war echt gut. Und dann habe ich noch ein Getränk von der Schulung, wo wir waren. Und das war so geil. Ich bin nicht so ein... Da war, glaube ich, nämlich Alkohol drin. Ich glaube. Ich glaube, dass da Alkohol drin war. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Wenn ich das nicht weiß, ist das echt traurig, oder? Na egal. Aber das hat echt gut geschmeckt. Kennst du diese Haribo-Dinger? Diese, wie heißen die? Tropical, glaube ich, mit der Figur, mit der Palme, mit der Banane und mit der Ananas und das. Genau so hat das geschmeckt. Wie diese Haribo. Ungelogen. Das war richtig, richtig, richtig geil. Ja. Jetzt habe ich Bock auf dieses Gesöff. Ja, das war's. Und Hunger habe ich auch, obwohl ich gerade vorher es gegessen habe. Aber wem wundert's? Mich wundert's in letzter Zeit gar nicht mehr. Ich frische schon wieder so viel, das ist nicht mehr normal. Das ist wirklich nicht mehr normal. Aber ich esse halt so gern. Was soll ich machen? Ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr habt sicher wieder Hunger. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich auch. Ich hätte so Bock auf wieder so eine Waffel. Hätte ich echt Bock drauf. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Schreibt mir mal, was euch interessiert hätte, was ihr gern gegessen hättet von meinen Sachen. Das interessiert mich nämlich. Oder ob ihr das schon mal mit den Zucchini-Nudeln probiert habt. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!